Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Heute mit einer Videoidee von meinem Homie Air Canada. Der hatte mich gefragt, ob ich nicht mal ein Video über die besten Teams in NBA History machen könnte, die aber leider nie einen Ring gewinnen konnten. Ich fand das Thema mega spannend und habe mich deshalb direkt auf die Suche gemacht. Und bevor es losgeht, muss ich sagen, dass es hier um Teams geht, die in einer bestimmten Saison keine Titel gewonnen haben. Also die 2011 Miami Heat haben zum Beispiel keinen Titel, obwohl LeBron, Wade und Bosch natürlich später im selben Team gewinnen konnten. Es geht also nur um die einzelnen Saisons. Nummer 5, die Oklahoma City Thunder 2012. Wenn ihr die NBA schon vor der Warriors-Revolution verfolgt habt, dann erinnert ihr euch bestimmt noch an die 2012er Thunder. Was heute wie ein Photoshop All-Star-Team aussieht, war damals Realität. 3 MVPs in einem Team, keiner älter als 23 Jahre, aber trotzdem schon in den NBA Finals. Damals dachten die OKC-Fans bestimmt, sie hätten eine zukünftige Dynastie vor sich liegen. Neben dem Big Three hatte man Veteranen wie Derek Fisher und Nasir Mohamed, Defense-Spezialisten in Ibaka und Perkins und viel, viel junge Energie. Aber leider zerbrach das Team 2012 nach der Finalniederlage gegen die Miami Heat. Harden ging nach Houston, um sein eigenes Team zu führen. KD ging ein paar Jahre später nach Golden State, um dort im Huckepack den Titel zu gewinnen. Und so hat eins der vielversprechendsten Teams mit 3 MVPs vor ihrem Prime leider nie einen Ring gewinnen können. Nummer 4, die Sacramento Kings 2002. Wir alle wissen, dass es um die Sacramento Kings die größte Verschwörungstheorie in NBA History gibt. Das 2002 Western Conference Finale war damals die am meisten herbeigesehnte Serie der Playoffs. Das Kings Team hatte 2002 einfach Chris Webber, Mike Bibby, Vladi Divac, Peja Stojakovic, Doug Christie und Hedo Turkoglu in seinen Reihen. Und dieses unfassbar vollgestopfte Team hatte die beste Bilanz der NBA und wollte die Lakers in den Western Conference Finals einfach nur zerreißen, nachdem es damals eine brutale Rivalität zwischen den beiden Teams gab. Und damit wären wir wieder bei der Verschwörungstheorie, die eigentlich gar keine mehr ist. Seien wir ganz ehrlich, die NBA wollte 2002 einfach die Lakers in den Finals sehen und nicht die Kings. Kobe und Shaq garantieren einfach mehr Einschaltquoten als Webber und Bibby und deshalb haben die Schiedsrichter das Western Conference Finale damals zugunsten der Lakers auch entschieden. Die Leistung der Schiedsrichter in dieser Serie ist eigentlich ein Video für sich. Als Fan der NBA muss ich sagen, die Kings hätten 2002 den Einzug ins Finale verdient gehabt und es ist fast schon eine Blamage für die NBA, dass man es den Kings nicht gegönnt hat, nur wegen ein paar Einschaltquoten. Nummer 3. Die Milwaukee Bucks 1972. Man kann es kaum glauben, aber es gab tatsächlich Basketball in Milwaukee, bevor Giannis dort aufgetaucht ist. Um genau zu sein, haben 1972 zwei der größten Basketballer aller Zeiten zusammengespielt, nämlich Kareem Abdul-Jabbar und Oscar Robertson. Ich denke, die beiden Legenden muss ich nicht weiter vorstellen. 1972 hatte Milwaukee die beste Defense und die zweitbeste Offense der Liga. Eigentlich unglaublich, dass man mit solchen Stats überhaupt verlieren kann. Trotzdem schafften es die Bucks um Kareem und The Big O nicht mal in die Finals. Also in den Western Conference Finals war leider Schluss gegen, und das muss man in diesem Fall wirklich betonen, eins der 5 besten Teams aller Zeiten, die 1972er Los Angeles Lakers mit Wilt Chamberlain, Jerry West und Elgin Baylor. Keine Schande, gegen so ein Team zu verlieren, aber schade, dass Oscar und Kareem nicht mehr Ringe zusammen gewinnen konnten. Nummer 2, die Orlando Magic 1995. Stellt euch einen jungen Shaquille O'Neal vor, der 29 Punkte und 11 Rebounds auflegt und einen Penny Hardaway vor all seinen Verletzungen, der 21 Punkte und 7 Assists dazusteuert. Und jetzt kombiniert dieses junge Duo noch mit der Erfahrung eines Horace Grant, Nick Anderson und Dennis Scott. Das waren die Orlando Magic 1995. Ein unaufhaltbarer Shaq, ein Prime Penny und saustarke Veteranen. Und wenn ihr wissen wollt, wie gut diese Magic damals waren, dann fragt einfach Michael Jordan, der in der ersten Playoff-Runde gegen Orlando rausgeflogen ist, oder Reggie Miller, der damals mit den Pacers endlich mal den Titel wollte, aber auch leider an der Dominanz von Shaq scheiterte. Das Traurige an den 95er Magic ist, dass sie sich ihren Titel praktisch selbst weggenommen haben. Nachdem sie die Pacers in den Eastern Conference Finals geschlagen hatten, dachte das junge Orlando-Team, dass die veralteten Houston Rockets aus dem Westen kein Problem in den Finals darstellen würden. Aber falsch gedacht, Hakeem Olajuwon und Clyde Drexler haben den Magic mit 4:0 den Arsch versohlt. Und obwohl ich es feier, wenn Arroganz bestraft wird, ist es eigentlich eine Tragödie, dass Penny und Shaq, eins der dynamischsten Duos aller Zeiten, zusammen keine Ringe gewonnen hat.
Nummer 1, die Golden State Warriors 2016. Ja, da sind sie, die Golden State Warriors, oder wie man sie auch bezeichnen könnte, die größten Loser in NBA History. 73-9 Regular Season, damit auf dem Papier besser als die 96er Bulls, die 72er Lakers und die 85er Celtics. 73-9 in den Finals, dann eine 3-1 Führung gegen die Cleveland Cavaliers gehabt, aber trotzdem verloren. Kein Team hat jemals eine 3-1 Führung in den Finals verloren. Kein Team, nur die 2016er Warriors, und deshalb stehen sie auch ganz oben auf dieser Liste als die größten Verlierer in NBA History. So, und bevor ich jetzt zu Recht von allen Warriors-Fans zerfleischt werde, lasst mich diese ganzen Aussagen mal in einen Kontext setzen. Die Finals 2016 sind ja noch ziemlich frisch, deshalb kann ich auch einiges dazu sagen. Und obwohl ich Cavs-Fan bin, muss man den Warriors hier ein bisschen entgegenkommen. Also erstens der Weg in die Finals. Die Warriors hatten brutale Conference-Finals im Vergleich zu den Cavs. Während Cleveland die Raptors ohne größere Probleme geschlagen hat, mussten die Warriors einer 3-1-Führung gegen OKC nachlaufen. Und es ist mir egal, wie gut du bist, 3 Spiele in Folge gegen Kevin Durant und Russell Westbrook zu gewinnen, erfordert einfach verdammt viel Kraft. Nummer 2, die Suspendierung von Draymond Green in Game 5. Jeder Warriors-Fan und Gegner weiß, dass das Team durch Draymond seine Identität und Energie bekommt. Nie war das deutlicher als in Game 5 in Golden State, als Draymond für ein Spiel gesperrt wurde und die Warriors komplett planlos von den Cavs auseinandergenommen wurden. Allerdings war Draymond ja für Game 6 und 7 wieder auf dem Feld, also zählt dieser Punkt nur ungefähr zur Hälfte. Und drittens, LeBron James und Kyrie Irving. Wenn ihr mal eine Lehrstunde in Willenskraft braucht, dann guckt euch Game 5, 6 und 7 der 2016er NBA Finals an. Da sollen die Leute noch so oft sagen, LeBron hätte keinen Killerinstinkt. Der Mann wollte diese Finals gewinnen und ab Game 5 wusste jeder, dass ihn niemand daran hindern könnte. 42 Minuten pro Spiel auf dem Feld, 30 Punkte, 11 Rebounds, 9 Assists, 3 Steals und 2 Blocks pro Spiel. Eine der krassesten All-Around-Performances ever, und dazu kam noch Kyrie Irving, der immer in den wichtigen Momenten des Spiels den entscheidenden Wurf versenken konnte, und so hat halt ein historisches Team das andere historische Team geschlagen. Die 2016er Warriors sind aufgrund ihrer Dominanz in der regulären Saison und der 3-1-Führung in den Finals natürlich das beste Team, das keinen Ring gewinnen konnte. Man kann hier und da nachsichtig sein, aber letztendlich haben sie verloren und die Leute werden sich in 10 Jahren nur an das große L in den Finals erinnern können. Natürlich sind die Warriors auf das ganze Jahrzehnt gesehen eines der besten Teams aller Zeiten, aber 2016, da haben sie halt gelost. So, und das war's auch schon mit den besten Teams, die nie einen Titel gewinnen konnten. Wenn ihr Bock auf mehr NBA-Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auch auf Instagram und Twitter folgen, denn seit heute habe ich Social Media. Die Links findet ihr in der Infobox. Ich danke euch für all den Support und fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.